Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sniper Lead Nazi Zombie Army. Jawohl, wir sind wieder da. Es geht gleich wieder los. Wir sind jetzt angekommen bei Labyrinth des Todes, irgendwo weit, weit unten, tief unter der Erde in Berlin. Und schauen wir mal, was hier passiert. Alles klar, so irgendeine Art U-Bahn oder Schächte oder keine Ahnung, was es hier sein soll, aber auf alle Fälle mal irgendwo weit unten und ja, nicht große Flächen halt hier eben verfügbar, so könnte es hier gefährlich werden mit den Zombies. Muss ich also gut aufpassen. Da vorne futtert auch schon einer. Ja, hallöchen, grüß dich. Geht's dir gut? Alles gut, Mann? Ich schätze nicht. Gut. Oh, da steht er wieder auf. Alles klar, okay. Man kann hier natürlich wieder schön snipen, ich sehe es schon. Und die hinteren drei machen wir auch gleich wieder weg. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Hallo! Und ja, perfekter Start in diesem Part. Ein perfekter Start. Reimt sich wieder mal. Okay, da oben sind sie. Okay, ja, dann geh halt weiter. Geh nur weiter. Kommt her, kommt runter. Auch das hier kommt mir ein bisschen bekannt vor. Oh, hier ein bisschen Gedärme. Lecker Gedärme. Ich habe Hunger. Und ein netter, schöner Kopf. Zombies, macht mal weiter hier. Okay, warte, den erwische ich vielleicht noch. Yes. Hallo. Okay. Naja, ihr seid wirklich extrem lahmärschig, das muss man schon sagen. Na komm her, du. Dieser, und du auch. Ihr seid viel zu leicht zu töten, wisst ihr das? Aber ich glaube, das war beabsichtigt so. Oh, hey. Und so, dann nehmen wir so mit. Ah, triff doch, du Penner! Oh Mann, da schieße ich 100 Mal vorbei, wo ich normalerweise nur einen Schuss brauche. Das ist wirklich beschissen, du. Verreck mal endlich. So. Die torkeln ja was zusammen, das ist nicht mehr normal. Als würden die Zombies Alkohol trinken und danach auf mich losgehen. Ja, das habt ihr alles abgesprochen, ihr Arschlöcher. Bin ich mir sicher. So, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, hallo. Nummer 1. Ah, jetzt gibt es wieder eine schöne Kamerafahrt. Das möchte ich eigentlich nicht. Deswegen muss ich ein bisschen näher ran. Dann gibt es keine. So. Ah. Trifft denn doch. Die torkeln sowas zusammen. Das ist nicht mehr normal. Ich hasse das. Wow, wo kommst denn du her? Ah, da kommt ja noch einer. Ja, also hier ist es wirklich schön verwinkelt. Man muss echt aufpassen hier, dass nicht auf einmal irgendwelche von der Seite oder von hinten daherkommen. Das habe ich jetzt gerade eben erfahren, wie man sieht, am eigenen Leibe. Ja, man muss hier wirklich aufpassen. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Ah, da muss ich hin. Da kommen auch schon die ersten Zombies. Hallo. Wollte mich ein bisschen abfangen, ja? So, so mag ich's. Alles schön. Ohne viel Torkelei. Wow, okay, Pistole. Doch lieber Maschinengewehr. Heilige Scheiße. Wo kommen die vor allem alle daher? Und der steht wieder auf, ich weiß es ja. Dann kommt der auf, Und weg ist er. Okay, mal gucken, ob es hier noch ein bisschen Munition gibt vielleicht. Jawohl, eine Stielhandgranate, sehr schön. Alles klar, dann kann ich wieder hier hinaus. Gut. Wow, also. Was? Wer schreit hier? Halt die Fresse! Ja, Checkpoint, der erste schon. Wunderbar.
Was labert denn der? Naja, gibt's ein, vielleicht kann ich ein bisschen schießen zuerst mit der Schrotflinte und dann. Und dann wieder. Oh, schaut mal, schnell. Ah, nicht alle sind gestorben, schade. Wow. Oh yeah, also die Schrotflinte, da mache ich fix. Headshots. Wow, du Penner, stirb. Jawohl. Ah, oh, nice. Da kommt gleich noch einer. Brauche ich hier nur einen Schuss für den. So, und zwar hier. So, dann warten wir noch ein bisschen. Yes, Mann, ist das schön. So, kommt her, euch kriege ich beide. Jawohl. Sehr schön. Waren das alle schon? Ne, da hinten sehe ich noch jemanden torkeln. Aus dem grünen Nebel. Na, kommt mal. Ach, Zombie-Schlachten, das könnte ich stundenlang machen und es wird nie langweilig. Es ist einfach nur geil. Aber ab und zu muss man sich hier schon konzentrieren, damit man auch trifft, ja? Ich kann ja nicht im laufenden Bande die ganze Zeit labern. Nee, sonst schieße ich nur vorbei. Gut, dann warte ich jetzt hier noch ein bisschen. Ich warte, bis die ein bisschen näher kommen. Ich könnte mal einen Kaffee trinken oder eine rauchen oder ein bisschen Pornos gucken, nebenbei mir runterholen. Ja, alles kein Problem, bis die Zombies mal da sind. Das dauert ewig. Da könnte ich hier noch überall ein bisschen nachladen. Jo, wunderschön. Ja, kommt alle in der Gruppe. Oh, nee, der eine geht nach links. Ja, der mag nicht die anderen. Nee, der will alleine von links gehen. Gut. Wenn er meint. Ja, das ist das schwarze Schaf. Der geht nicht mit der Herde. Nee. Okay, mal gucken, wer als Erster denn da ist. So, kommt schon ein bisschen. Ich warte auf euch. Ich möchte nämlich alle schön erwischen hier. Kommt gemeinsam. Alle gemeinsam, meine Freunde. Kommt. Yes. Und der letzte Schuss. Und ich gehe schnell da meine MP40 holen. Die sollte da am Boden liegen. Jawohl. Ne, die Blüskawica. Genau. Und in Serbien gibt es ein sehr geiles Essen. Heißt Blüskawica. Ist so ein verschiertes Fleisch. So ein geiler Burger. Oh, der ist so geil und fett und riesig. Ich liebe das. Könnte ich essen jeden Tag. Sollte ich mal mir wiederholen. Wie komme ich denn von Zombies auf Essen? Ich weiß auch nicht. Ich bin krank. Aber ist lecker. Ja? Ah, nee. Nicht du schon wieder. Okay. Aus dem Feuer kommt ihr. Ja, ihr habt ja auch kein Fleisch mehr, das ihr brennen könnte. Ist ja euch scheißegal, ne? So, waren das alle? Ich schätze mal, ja. Hat noch irgendjemand Munition vielleicht hier irgendwo für mich? Nein. Nirgends Munition. Ich muss aufpassen. Ah, jetzt kommen wieder welche. Hallo. Gucken, dass nichts mehr hinter mir kommt. Nein, da kommt nichts hinter mir. Nicht so leicht, die zu treffen. Die sind auch ziemlich schnell, also. Aber es geht irgendwie. Es geht. Gar nicht so schwer. Gar nicht immer so schwer, wie ich eigentlich immer denke. Ja, jetzt sind wir wieder hier in einem Safe Room. Haha. Schön, hier gibt es wieder Munition. Die Safe Rooms haben sie sich ein bisschen abgesehen, wahrscheinlich von. Ihr wisst schon, Left 4 Dead. So, habe ich jetzt hier eigentlich für alles Munition geholt? Nein, aber da liegt so viel da und ich kann trotzdem. Nee, M1 Karabiner will ich nehmen, du. So, was gibt's denn hier sonst noch? MP44. Ja, nehme ich den MP44. So, gibt es denn keine Munition für meine Pistole hier oder eine andere Pistole? Mir auch egal. Nee, da gibt es ja so viel Scheiße hier, aber nichts für meine Pistole. Wollt ihr mich verarschen? Hier vielleicht? Ah, hier. Alles klar. Okay, gut, weiter geht's. Weiter geht's. So, da ist meine Pistole weit hier ein bisschen geschossen. Oh Mann, wo denn? Ah, da hinten. Okay, den hole ich mir gleich.
So, ich wollte dich vorbeischießen, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Ja, durch die Fresse, vorne wieder raus. Alles klar. Oh, da ist noch einer. Wieso rütteln die da dran? Oh, jetzt weiß ich wieso. Holy shit. Okay. So, da hinauf müssen wir. Alles klar. Was habe ich denn hier zu tun? Ah, damit geht die Tür auf. Okay, neues Ziel. Entriegle den Wartungsschacht. Mhm, komme ich da jetzt. Ah, ne, da kommen natürlich hunderte von Zombies wieder. So, da lohnt sich jetzt eine Granate. Ich hoffe, die. Ne, ich bin so blöd. Ne, ich habe 9 erwischt. Da hat sich die Granate wirklich gelohnt. Dafür, dass ich 9 mitgenommen habe mit mir. Und da hinten kommen auch noch Skelette. Scheiße. Okay, kommt meine Skelette. Kommt. Ich kill euch alle. Ich kill euch alle, ihr Schweine. Egal, ob ihr kein Fleisch mehr dran habt. Jawohl. War das schon alles? Nein, oder? Das kann doch nicht alles gewesen sein. Ihr seid ja verdammt schwach, Mann. Was haben sie denn mit denen getan? Lecker. Jetzt habe ich wieder Hunger, Mann. Hast du ein bisschen Muni? Nee. Geizige Schweine hier. Okay. Okay, also hier muss man aufpassen. Da kommen sie nämlich von allen Seiten daher. Alles klar. Hoffentlich kommt keiner von hinten. Dann mache ich wieder meine typische Taktik wie immer. Und zwar, ich gehe ein bisschen zurück. Und ja, wieder mal los. Das Gesnipe. Da könnte ich auch eine Granate dann werfen. Wie man sieht, es sind sehr, sehr viele. Würde sich auch wirklich lohnen, glaube ich. Ja, das würde sich lohnen. Sicher sogar. So, hier, frisst. Ich hoffe, dass die gut platziert ist. Jawohl, 6 haben wir erwischt. Ja, immerhin. 6 ist immer gut. Oh, es macht schon Spaß. Also, ich würde sagen, im Koop wird das noch viel mehr Spaß machen eigentlich. Aber ich bin halt ein Einzelgänger ab und zu. Oh, keine Muni. Gut, dann halt mit dieser Waffe hier. So. Ja, ja, ja. Also, ich würde mich wirklich anscheißen, wenn ich hier unten alleine in Wirklichkeit durch die Gegend laufen müsste und Zombies würden daherkommen. Ich würde mich sowas von anscheißen. Du. Ich würde das gar nicht packen allein. Nee, ich hätte da keine Chance. Ich hätte da sowas von Schiss. Ich habe da generell Schiss, wenn ich irgendwas allein machen muss. Oh, da haben sie aber nett einige aufgestapelte. Und hier wieder Opfergaben gemacht. Opferdinger. Ich kann auch kein Deutsch. Ich sollte mal wieder einen Deutschkurs machen. Ich bin geboren in Österreich, aber ich sollte mal einen Kurs machen. Ja, als Einheimischer. Echt, das ist einfach nur, weil ich mich dauernd verplapper. Oh, netter Effekt. Ja, netter Effekt mit dem Schatten. Ja. Das haben sie cool gemacht, wie im Film. Der Sound ist jetzt hier auch so ein bisschen beruhigender. Irgendwie so auf Charlie Chaplin mäßig. Ach du heilige Kacke. Der hat es jetzt echt geschafft, mich zu erschrecken. Der einzige Zombie, das geschafft hat, mich zu erschrecken. Du nicht. Aber der davor hat es geschafft. Heilige Scheiße. Ich hab gedacht, ich werde mich hier nie erschrecken, aber... Einmal ist es geschehen. Geht jetzt diese Tür auf? Gib die zum Versteck. Okay. Also der hat es jetzt in sich gehabt. Noch ein paar schöne Headshots aus der Entfernung. Gut, wenn man den Kopf nicht... Ah, jetzt kommt wieder... Jetzt kommt ihr schon wieder. Nee, haut ab. So, ich locke sie hier hinein und da werde ich sie alle mit einer Granate loswerden. Wenn es halt dann mehrere werden sollen. Wenn es weiterhin nur so vereinzelt welche daherkommen, dann lohnt sich es nicht. Okay, nee, es lohnt sich immer noch nicht. Nee, hätte sich auch nicht gelohnt. Aber der eine Mann, den werde ich nicht vergessen, du. Den werde ich nicht vergessen. Der war echt heftig.
Der war wirklich heftig. Oh, wieder solche Penner. Okay, okay, Sniper. Noch welche? Nein. Nur zwei. Oh, sollen mich zwei Einzelne wirklich aufhalten, meint ihr, oder was? Tja. Loser. Okay, da könnten wieder Haufen kommen. Oh, da ist wieder so einer. Gut, das wäre jetzt wohl ein Headshot oder so. Nee. Herz. Lunge. Ja, mei. Als ob sich das irgendwas bringt. Aber das wird Herz, glaube ich. Das war so in der Mitte schön gezielt. Nee, in die Eier. Ja. In die Eier geht's auch natürlich. Da sage ich nicht nein. Was war das jetzt schon wieder? Okay. Da liegen noch ein paar. Sollen sie nur liegen? Oh, okay. Ich habe gedacht, da ist wieder irgendwas. Ah, Skelette. Ja, kommt. Kommt schon. Kommt ums Eck. Tja. Oh, da ist ja noch einer. Ich mache einen No-Scope bei euch. Okay, lieber doch kein No-Scope. Die sind hartnäckig, ja? Die sind viel, viel hartnäckiger. Wenn man nicht genau trifft, dann kann man es vergessen hier. Alles klar, hier wird schon gekennzeichnet. Jetzt weiß ich aber auch nicht, dass ich hier schon wieder einer... Oh, ein Kopf. Jetzt ist hier schon wieder einer ums Eck springt wieder vor beim letzten Mal. Jawohl, wir haben es geschafft. Hier gibt es Munition. Ja, die nehme ich natürlich mit. Für die F1. Oh, F1-Granate. Sehr schön. Okay. Muss ich gucken, dass ich jetzt hier für alles irgendwie Munition bekomme. Für alle meine Waffen. Und toll, für die Tarkalev bekomme ich jetzt am wenigsten. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, eine Verblay. Geil. Die hat auch viel Munition. Das ist super. Die nehme ich mit. Die ist nämlich sehr, sehr effektiv. Und ja, Leute, wir sehen uns ja wieder beim nächsten Mal natürlich. Bei Sniper Elite. Bis dann. Tschüss.